Bei Amazon gibt es wieder richtig gute Pokémon-Deals. Und bei welchem Deal ich nicht widerstehen konnte, das seht ihr jetzt. Ja, Freunde, ihr seht hier eine ganze Menge. Ey, alles voll mit Minitins, denn die gibt es dort. Aber die waren teilweise oder sind teilweise wesentlich günstiger als auf Cardmarket. Während man auf Cardmarket, ich glaube, 15 Euro zahlt und ich das Booster hier nicht rausbekomme, habe ich hier ungefähr 10 Euro und ein paar Cent für eine Minitin gezahlt. Denn die gibt es aktuell bei Amazon gut zu einem guten Preis und auf den gibt es nochmal einen extra Rabatt. Aber ich würde sagen, wir machen das erste Booster mal auf und versuchen hier ein Godpack zu ziehen, wenn die Kamera auch mitspielen würde. Wir fangen schon mal sehr, sehr, sehr gut an und im Laufe des Openings erzähle ich euch ein bisschen darüber. Nebulak, Überreste, Freunde, ihr wisst, wir brauchen noch immer das Godpack, wenn wir es mal endlich ziehen würden. Die dreifache Erdwurst. Haben wir hier ein Dragoran und ein Gengar holographisch aus der Gengar Tin und das zweite Booster aus der Gengar. Die Minitins habe ich mir jetzt erst vor kurzem bestellt. Waren auch gleich da gewesen. Immer ein sehr, sehr nicer Service, das muss man einfach sagen. Und wir haben hier ein Dicta, Traumato, das Bisasam, Fleckmon, Quappo, Taubos. Ah, Spoiler, kein Godpack. Ein Porygon haben wir hier. Muschas und leider nur ein Smogmog. Denn auf Amazon bekommen wir die Minitins für, ich glaube, 10,99 und wenn man halt 4 kauft, dann bekommt man auch nochmal 5% Rabatt. Und ich packe euch auch den Link natürlich in die Videobeschreibung. Was aber hier wichtig ist, dieser 5% on top Gutschein, der funktioniert nicht bei jedem Minitin Artwork. Der hat, als ich das gekauft habe, nur bei Mauzi, Arcani und Gengar funktioniert. Ich glaube, Kadabra und Dragoran haben sie jetzt mit reingenommen. Ihr seht das auf alle Fälle, das ist dann ausgeschrieben, 5% beim Kauf von 4 Items. Und dann zahlt man tatsächlich nur einen 10, also 10,50 Euro. Und das ist sehr, sehr krass. Die Tins fangen teilweise bei 15 Euro an auf Cardmarket. Wichtig, in Deutsch. Das ist der springende Punkt. Die Englischen sind ja natürlich günstiger. Aber da dachte ich mir, hey, okay, 151 ist ein super gutes Set, was hoffentlich auch super gut gönnt. Leider nur ein Aerodactyl, nur weil das jetzt schon ein bisschen länger draußen ist. Und auch, ja, ein Shiny-Set demnächst ansteht, würde ich das hier nicht komplett unterschätzen. Ich habe das ja auch erst vor kurzem in meinem Guide für 2024 reingenommen, worauf ich den Fokus setze. Ich werde auch hier nicht alles aufmachen. Ich hätte auch gerne ein bisschen was als Vorrat da. Aber ich würde sagen, wir machen ein paar Tins auf. Wir schauen einfach mal, wie gut wir ziehen. Und wir ziehen hier erstmal noch immer kein Godpack, Dragoran und ein Raichu holographisch. Bis jetzt ist die Pullrate nicht so stark. Das hat mal einer geschrieben, mit einem Cuttermesser am besten die Dinger hier aufmachen, weil die Dinger gehen so schwer auf. Und das haben auch schon ein paar Leute im Discord bestellt. Die bekamen die Minitins auch einzeln, aber es geht ja um die Booster und die sehen ja auch gut aus. Da ist nichts dran und selbst die Minitins. Von daher finde ich das jetzt gar nicht mal so schlimm. Warum sie es nicht in einem Seal-Display rausschicken? Klar, du kaufst dir ja halt nach Artwork ein. Ich denke, das spielt damit ein. Aber warum das eine Artwork reduziert ist und das andere nicht mit dem 5%, das kann ich euch nicht erzählen, warum sie das so machen. Vielleicht haben sie tatsächlich von dem einen mehr bekommen als vom anderen. Und wir bekommen hier auf alle Fälle nur Holo-Karten. Also bis jetzt 151 Pullrate, wieder Peak-Performance. Ich weiß, wenn wir die Box-Breaks machen, dann ziehen wir daraus eigentlich richtig gut. Aber jetzt ziehe ich es mal für mich selber. Und okay, wir haben immerhin eine Blitzenergie. Das ist doch schon mal ein Anfang. Und Rihorn haben wir hier. Tangela, Smogon, Dragosso, Snobelicat, Slimog. Was aber gut ist, ich brauche hier noch einige Karten für mein eigenes Masterset, vor allem die Reverse-Foil-Karten. Bibor und einmal Amoroso. Geile Pullrate. So, ich habe jetzt mal hier 3 auf einmal aufgemacht, weil ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich bekomme die nie ordentlich auf. Die sind immer so hardcore verschlossen. Und wir schauen jetzt einfach mal, was wir hier aus den nächsten Boostern ziehen. Sollten auch die letzten sein, weil ich will nicht alles aufmachen. Wie gesagt, ich hätte auch gerne noch was für zukünftige Videos, aber 151 auf Deutsch zu so einem guten Preis. Da konnte ich einfach nicht das so stehen lassen. Das musste ich einfach mitnehmen. Sterndu haben wir hier. Pummeluff. Ein Taubos würde ich auch mal wieder fühlen. Eine große Taubos-Karte. Wobei hatten wir ja erst einen Obsidian. Zubat, Krabby,
und einmal Aerodactyl werde ich heute in allen Boostern keinen Hit ziehen. Das werden wir jetzt herausfinden. Lasst mich auch gerne wissen, ob ihr euch trotzdem, obwohl jetzt die Pullrate nicht so nice ist, auch was holen werdet oder ob ihr euch schon was geholt habt. Wir haben hier einmal eine Wasserenergie. Ihr findet den Link in der Videobeschreibung, aber ich glaube, das habe ich schon gesagt. Kleinstein, Pummeluff, Sterndu, Radikal, komm. Erikas Einladung. Ich hätte es auch gern so vlogmäßig aufgenommen, aber das geht halt schwer, wenn du das halt bei Amazon kaufst und ein Lavados. Boah, bis jetzt ist die Pullrate wirklich echt nicht nice. Wir gehen rein mit einer Arcani und einem Feuercoin. Das ist sehr, sehr nice. Ich weiß noch, damals bei Celebrations hatten die Sonderset Tins nochmal ein extra Booster gehabt. Das war schon sehr, sehr nice gewesen. Ja, das waren dann drei Booster pro Mini-Tin. Das hat. Ich glaube, ich würde sagen, das sind die bisher besten Minitins gewesen. Okay, wir gehen rein mit einer holographischen Psychoenergie, ein Evoli. Und was auch interessant ist, wir haben hier bei diesem Set keine große Evolution als EX-Karte oder als Illustration-Rare-Karte bekommen. Mewtwo, Pummeluff und nochmal Gengar holographisch. Freunde. Einfach mal so viel Geld wieder in den Sand gesetzt und klar, du willst ja kein Plus machen, aber ein Hit wäre doch mal nicht zu viel verlangt, oder? Okay, wir gehen rein. Hier, Codekarte für euch, eine Karte nach vorne und wir starten rein mit einer Energie, Smogon, das Anton, Dragosso, Rettern, ich sehe es jetzt schon im Discord, Leute posten, dass sie daraus 300 Godpacks gezogen haben und ich habe bei sowas irgendwie nie Glück. Ponyta, Shillock und einmal ein Smogmog holographisch und wir gehen nochmal rein. Und ich bin echt am Überlegen, ob wir die restlichen auch aufmachen werden. Die hinten, die wir da stehen haben. Aber, boah, das ist dann wieder so viel Geld da reingepumpt. Freunde, von daher lasst gerne ein Like da, wenn ihr wollt. Wenn nicht, dann halt nicht. Ist das immer eure Entscheidung. Wir gehen rein. Hey, wir ziehen immerhin die Energiekarten, also holographischen Energiekarten. Habe ich aber jeweils schon 3 oder 4 Mal. Von daher. Nein, danke, ich möchte sie nicht mehr haben. Kokuna, Quapsel, Relaxo, Sandama, Nidorino, Porygon, Anton und... Baba Baba Boy. Letzte Booster, Freunde. Und was werden wir hier raus mitnehmen? Einmal der Code für euch. Eins nach vorne. Und wir gehen rein mit einer Finsternis-Energie. Porygon, Electek, Rihorn, Tangela. Komm, bitte. Lapras, Radweg, Sichlor, Diktri, Owei und Machomai holographisch. Okay, wir machen jetzt noch eine Mini-Tin auf. Und da ich ein großer Arcani-Fan bin, werden wir die Arcani-Mini-Tin aufmachen. Und wenn hier nichts drin ist, dann sage ich euch ehrlich, Real Talk, dann kauft's nicht. Ganz ehrlich, also bei so einer gottverdammten Pullrate, Freunde, natürlich kann es vorkommen, dass dann der eine halt die ganzen Hits bekommt. Und die Leute pullen auch eigentlich immer ganz gut. Aber ich weiß nicht, was es ist, dass wenn ich 151 für mich aufmache, eigentlich nie so gut ziehe. Okay, komm. Auf geht's. Wir haben hier nochmal einen Code für euch. Eins nach vorne. Und wir gehen rein mit einer Wasserenergie. Dann haben wir hier ein Myrapla. Das Mauzi. Menki, Fuchtler. Fuchtel mir hier jetzt mal einen Hit rein. Okay. Sandama, Nidorino, Enteron, Wasserrettung. Ja, ich brauche die Rettung. Ich brauche sie ganz dringend. Ein Fleckmon. Ich mag dieses Artwork. Ich mag dieses Artwork wirklich sehr. Dann haben wir hier einen Gyarados. Und natürlich ein Chanera holographisch. Und das ist jetzt wirklich das letzte Booster. Weil, ich sage euch ehrlich, das wäre zu viel. So viel kann ich mir jetzt auch nicht erlauben bei einem Video. Weil ich möchte irgendwann mal noch mehr Videos machen oder mal ein Kurzvideo mit ein paar Booster. Und da wäre das nicht, wenn ich dann noch was da hätte. Deswegen, auf geht's. Magma, Sepehr, Abra, Digda, Bisa Knosp, Lamus, Mashok, Bisaknos. Oh mein Gott, eine Karte haben wir gezogen. Ein Pikachu und ein Starmie. Weg mit dir, Starmie. Es hat sich gelohnt, liebe Pucke-Freunde. Den nehme ich mit. Den nehme ich mit. Den brauche ich sogar noch. Endlich. Ein Pikachu wurde gezogen. Und das ist eine wunderbare Pikachu-Karte. Ja.